Ein Hochdruckgebiet wird sich über Skandinavien aufbauen in dieser Woche und es lenkt dann doch deutlich kältere Luft zu uns, die vor allem den Norden und Osten erwischen wird. Ich grüße euch zum Wochenausblick. Wir schauen mal direkt auf die Wetterlage und da wird es so sein, dass eben der Süden und der große Südwesten noch unter Tiefdruckeinfluss liegt. Im Mittelmeerraum sind noch Tiefs unterwegs. Die lenken eben feuchte Luft etwa in die Gebiete so von Südbayern und den Alpen rüber bis nach Frankreich und zur Eifel etwa. Hier sind immer mal wieder Regenschauer, teils länger anhaltende Regenfälle und auch einzelne Gewitter dabei, die durchaus örtlich mal etwas kräftiger ausfallen können. Weiter nach Norden und Osten, da wird es trocken bleiben, da macht sich schon der Hochdruckeinfluss breit und hier sickert eben allmählich dann schon vor allem in den Nordosten kältere Luft ein. Bis Donnerstag wird sich dieses Hochdruckgebiet verstärken und weiter ausbreiten nach Deutschland. Damit ziehen sich diese Niederschläge im Süden immer weiter Richtung Alpen und Frankreich zurück. Es wird dann also auch im Süden trocken werden, aber eben ein Temperaturrückgang macht sich dann allmählich von Norden bemerkbar. Wir schauen uns das Ganze an in zwei Temperaturtrends. Zunächst mal hier für Hamburg und da wird es so sein, dass eben die Temperaturen doch deutlich zurückgehen werden. Hier war es ja dann am Wochenende noch mal richtig mild, ja frühlingshaft warm gewesen und dann im weiteren Wochenverlauf die Höchstwerte nur noch einstellig, also unter 10 Grad die Tageshöchstwerte. Ja und die Gefahr für Nachtfrost, die steigt dann eben im Verlauf der Woche dann doch spürbar an. Wir schauen uns aber einen anderen Trend an und der ist hier für Karlsruhe aus dem Südwesten. Hier sieht es natürlich anders aus. Zunächst mal noch diese feucht-milde Luft, die hier wetterbestimmend ist. Dann aber auch der Temperaturrückgang, allerdings nicht so deutlich, wie das hier in Hamburg der Fall ist. Und Frost sehen wir auch hier für Karlsruhe wahrscheinlich kein Thema. Möglicherweise so in der Nacht zum Freitag dann, dass es auch hier mal frostig wird. Ihr könnt für euren Ort diesen Modellvergleich, den Frostcheck sozusagen machen, werde ich hier oben den Link reinstellen, einfach Ort eingeben und die Modelle vergleichen. Ja, wir schauen uns dann nochmal die Sache mit dem Nachtfrost etwas genauer an und zunächst mal eine Karte für die Tiefstwerte in der Nacht zum Mittwoch, wo vor allem eben so der Norden und Osten schon betroffen ist. In der Nacht zum Donnerstag breitet sich das eben mit dieser kommenden Kaltluft weiter etwa bis zur Landesmitte aus, wo es schon frostig werden kann. Und in der Nacht zum Freitag, hier die letzte Karte, da könnte dann eben fast ganz Deutschland betroffen sein. Allerdings muss man natürlich sagen, größere Städte natürlich nicht so gefährdet in Sachen Frost wie zum Beispiel ländliche Gebiete. Da wird es wie immer große Unterschiede geben. Ihr könnt auch die genaue Ortsvorhersage schauen, die werde ich hier oben nochmal reinstellen. Da könnt ihr genau schauen, wie es für euren Ort aussehen wird. Ja, mit diesem Hochdruckeinfluss, der sich breit macht, wird dann auch im Süden die Sonne wieder häufiger durchkommen. Nach Norden natürlich auch zunächst mal häufig sonnig, aber so ab Donnerstag suppt wahrscheinlich feuchtere Luft von der Ostsee herein und es wird vor allem an der Ostseeküste eben auch mit der Kaltluft, die da über das Meerwasser weht, wird es wahrscheinlich dann doch häufiger auch mal Schauer geben, teilweise als Schnee, Schneeregen oder Graupel. Und diese Schauer können eben auch etwas weiter ins Landesinnere hereinziehen. Das wird wahrscheinlich auch zum Wochenende der Fall sein, so eine Randlage am Hoch, dass eben auch einzelne Schauer, einige Niederschläge durchaus eben mal als Schneeregen oder Graupel bis in tiefe Lagen dabei sein können. Also eine deutliche Erwärmung wahrscheinlich auch nicht am Wochenende in sich. Das schauen wir uns mal an einer Niederschlagsummenkarte und wir sehen das eben vor allem im Südwesten und Süden diese Niederschläge noch etwa bis einschließlich Mittwoch zusammenkommen. Ja, und nach Norden und Osten hin im Großteil des Landes sozusagen wird nicht viel zusammenkommen. Da wird es überwiegend trocken bleiben. Diese leichten Signale, Niederschlagsignale, die dort sind, das sind eben diese einzelnen Schauer, die dann vor allem, die ich erwähnt hatte, die vor allem so ab Donnerstag Thema werden können. Das war es erstmal für den Wochenausblick. Ich wünsche eine schöne Woche. Aufgepasst auf die Pflanzen, auf die Blümchen draußen wegen dem Frost. Bis dann und ciao.